Hallo, hier sehen wir den Vorstand. Das ist der mit diesen wunderhübschen Augenbrauen. Und die Ivy. Beide Mitglieder von Münzquell, die sich fertig machen für Fasnacht. Beziehungsweise eigentlich wird nur gerade der Markus fertig gemacht für Fasnacht. Und man kann es schon ein bisschen erahnen, es wird ein Schmetterling. Ich mag Schmetterlinge. Nein, es Und wird was. Knochen. Es wird was. Es wird was sehr, sehr Cooles. Und das Das seht ist ihr. cool. Das seht ihr, wenn es fertig ist. Also bis gleich. Nach relativ langer Pause jetzt endlich mal wieder ein Video. Es liegt nicht daran, dass ich irgendwie unwillig wäre, Videos zu machen. Es liegt daran, dass ich sehr oft einfach vergesse, meine dämliche Kamera mitzunehmen. Ich dachte mir jetzt schon bei mehreren Veranstaltungen, wo ich war, hättest du sie mal mitgenommen, verdammt. Und genauso ging es mir jetzt auch bei dem Video, was ihr jetzt gleich sehen werdet, weil das nämlich nicht hier mit meiner tollen Kamera aufgenommen ist, sondern weil ich sie wieder vergessen hatte, wie so oft. Die liebe Maike, aka Polly, die grandiose Lappenmusik macht, übrigens auch auf Facebook zu finden, schaut mal vorbei. Die hat sich bereit erklärt, dann ein paar Fotos zumindest zu machen und ein paar ganz kurze Aufnahmen so mit dem Handy zu machen. Deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach so, dass ich euch zu den Fotos ein bisschen was erkläre und ihr anhand dessen dann eben gucken könnt, was da so vor sich gegangen ist. Für die, die nicht lesen können, das hier zeigt, wie ich einen guten Freund, nämlich den lieben Markus, zu einem White Walker schminke, die Viecher, die bei Game of Thrones rumspringen. War ziemlich aufwendig, es hat länger gedauert, als ich dachte, aber das Ergebnis war auch besser, als ich dachte. Ich habe ein bisschen improvisieren müssen, aber das seht ihr gleich alles. Also, jetzt geht's los. An der Stelle noch ein kleiner Shoutout zu Maskworld. Ich werde nicht gesponsert, weder von Maskworld noch von sonst irgendwem, aber wenn jemand möchte, meldet euch. Auf jeden Fall habe ich das Video, was Sie zu Ihren Produkten als Tutorial online gestellt haben, als Grundlage genommen für das Ganze. Das erste Foto. Es zeigt uns den lieben Markus, der schon sehr coole Kontaktlinsen drin hat. Wir sehen, Markus kann sehr gut böse gucken. Und diese Kontaktlinsen sind ziemlich wichtig für den White Walker. Ohne wirkt das Ganze einfach nicht stimmig. Man braucht was möglichst Helles, was eben nicht so natürlich aussieht. Und das hat der Markus da schon mal vorbereitet. Außerdem hat er eine Lederrüstung an. Das ist keine besondere Lederrüstung oder so. Einfach so eine, die ein Kumpel noch bei sich hatte, die er sich mal ausgeliehen hat dann für Fasching. Und durch das Make-up ergänzt sich das dann. Man braucht da nicht unbedingt eine Replika von der Serie. An dieser Stelle habe ich eigentlich mit einem Latexteil arbeiten wollen, was von der Stirn bis hier zur Nase geht und da eben schon die ganze Struktur eigentlich gibt, die man braucht für den White Walker. Da die aber, wie schon angedeutet, leider nicht da war, saß ich dann bei Markus und wir sagten, ja blöd, was machen wir jetzt? Und dann kam mal wieder die rettende Maike und hat gesagt, haha, ich habe noch von einem anderen Auftritt von einer Lab, auf der sie eine Hexe gespielt hat, eine ziemlich coole Nase und ein ziemlich cooles Kinn. Natürlich braucht der White Walker weder eine Hexennase noch ein Hexenkinn, aber ich habe dann einfach das Kinn in der Mitte zerteilt und das waren dann so zwei Wülste und die waren perfekt für die Augenbrauen. Dass hier so Augenbrauenwülste eben sind. Und von der Nase habe ich dann nur das, was hier so an der Nase noch zusätzlich dran ist, abgemacht, wo dann hier eben noch so eine Erhöhung gewesen wäre. Und habe das dann hier für die Wangenknochen genommen. Also habe es hier etwas weiter zur Seite gemacht und habe das da so auseinandergeschnitten. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich war überrascht. Hatte einen sehr großen Effekt. Also ohne das wäre das Ganze, glaube ich, nicht so stimmig gewesen. Wenn ihr irgendwelche Maskenteile anbringt, macht ihr das in der Regel mit sowas wie Mastix. Mastix ist ein Hautkleber und der kommt in so kleinen Döschen, sehen ein bisschen aus wie so Nagellackdöschen mit einem Pinsel dabei. Und das ist in der Handhabung sehr unkompliziert. Ihr macht davon einfach reichlich auf die Kanten von dem Maskenteil, was ihr ankleben möchtet. Und
müsst es ein bisschen trocknen lassen. Das ist wichtig, dass ihr es dann nicht direkt drauf packt, weil dann klebt es nicht so gut. Das ist wie selbes Prinzip wie mit Pattex. Das muss man ja auch anlüften lassen erstmal. Und sobald es so ein bisschen angetrocknet ist und so richtig klebrig wird, dann kann es draufgepackt werden und dann hält es auch wirklich gut. Damit die Ränder von so einem Maskenteil gut aussehen und nicht so, als wäre ein Maskenteil ins Gesicht geklebt, kann man mit so ein bisschen Latex nacharbeiten. Also das ist auch nicht so kompliziert, wie es klingt. Ich habe da die Horrorhaut genommen, die man da bei Maskworld auch kriegt. Der Unterschied zum normalen Latex ist da, so habe ich es zumindest empfunden, dass das Ganze ein bisschen dickflüssiger ist und leichter zu handeln, fand ich. Und ich habe dann einfach dieses Döschen da genommen, was ihr da auf dem Bild seht, habe da mit dem Wattepad eben was rausgenommen, habe da ordentlich was drauf gemacht und dann bin ich über die Ränder von den Maskenteilen gegangen. Dadurch entsteht da so eine Latexschicht, die eben einen Übergang macht, den man dann nicht mehr sieht, wenn das alles getrocknet ist. Jetzt gehen wir ans richtig schön eklige Rumgematsche. Ihr nehmt euch etwas Klopapier, geht auch Küchenrolle oder irgendeine andere Art von Zellstoff und tunkt das in Latexmilch rein. Ich habe die Latexmilch vorher in so einen kleinen alten Joghurtbecher oder Quarkbecher, was auch immer gemacht. Es ist danach halt nicht mehr zu benutzen, das Gefäß, deswegen am besten nicht eine hübsche Keramikschale nehmen, sondern sowas wie, was eigentlich im gelben Sack landen würde. Und da macht ihr ordentlich von dieser Latexmilch rein. Da habe ich jetzt nicht die Horrorhaut genommen, sondern wirklich richtige Latexmilch. Fürs Gesicht aber, sehr, sehr wichtig, nicht die Latexmilch aus dem Baumarkt oder sonst wo nehmen, wenn es da welche gibt. Gibt es im Baumarkt Latexmilch? Egal. Ihr nehmt Latexmilch, die fürs Gesicht und fürs Schminken ist, weil das ansonsten sehr unangenehm wird. Es wird so schon nicht so schön, weil ihr werdet schnell merken, Latex riecht nach Ammoniak. Und das ist nicht schön. Es wird besser, sobald es auslüftet und trocknet und so, aber gerade so beim Auftrag merkt man das halt doch. Also auf jeden Fall da jetzt nicht das Billigste nehmen. Ihr tunkt also eure Klopapierrollen, die ihr so ein bisschen zusammenknüllt, in dieser Latexmilch und das packt ihr dann aufs Gesicht drauf. Dazu hat die Maike, glaube ich, auch einen kleinen Clip vorbereitet, den seht ihr hier. Es gibt aber eine schöne Wulst. Ja, ne? Ich glaube, das ist in der Nase halt. Das ist in der Nase. Ich wollte dir nur helfen. Okay. Für den White Walker braucht ihr dafür erstmal als Grundgerüst zwei große Wülste, die hier von der Stirn über die Augenbraue gehen, da und da. Und als nächstes dann zwei Wülste, die hier nochmal über die Wangenknochen gehen, hier bis zu der Seite von da, wo das Ohr anfängt, so bei Schläfe ungefähr. Und hier natürlich dann auch bis da. Jetzt kommen wir zu den etwas kleineren Falten. Und für die kleineren Falten braucht ihr kleinere Würstchen aus Klopapier. Ihr klebt euch keine Würstchen ins Gesicht, das wäre nicht so gut. Wäre ein anderes Make-up-Tutorial auf jeden Fall. Ihr zerteilt dafür das Klopapier, Zewa, Küchentuch, was auch immer, in seine einzelnen Lagen, damit ihr da möglichst dünne Stückchen habt und rollt das dann. Da ist es jetzt sehr wichtig, dass man nicht knüllt, sondern dass man die wirklich so ineinander verzwirbelt, weil die wirklich relativ fein sein müssen. Und die tunkt ihr auch wieder in die Latexmilch und die kommen dann quer hier so hin, wo eben die Stirnfalten dann auch wären. Ein sehr wichtiger Tipp, den ich an dieser Stelle für euch habe, den ich auch gebraucht hätte. Diese Würstchen, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder jemand anders rollt die für euch oder ihr bereitet davon genug vor, dass ihr da nichts mehr rollen müsst. Denn eure Hände werden gehüllt sein in halb getrocknetes Latex und versucht mal mit Fingern, die mit feuchtem Latex voll sind, Klopapier fein zu zerteilen und so ineinander zu zwirbeln. Es funktioniert nicht. Ich habe es versucht. Es funktioniert nicht. Zum Glück hatte ich mal wieder die liebe Maike und die hat da dann geholfen und ist eingesprungen und hat die ganzen Würstchen für mich gerollt, weil ich es nicht machen konnte. Mein verzweifelter Gesichtsausdruck auf diesem Bild ist übrigens auch aufgrund
der klebrigen Finger. Mit den kleineren Würstchen bedeckt ihr dann auch den Rest des Gesichts. Das ist dann einmal von der Schläfe hier so zur Nase, zum Mund hin und dann auch noch so in Richtung Kieferknochen hier unten. Also hier auch noch entlang und alles dann hier so in Richtung Mund gehend. Am Kinn habe ich nichts gemacht, weil der Markus natürlich einen Bart hat. Hätte er keinen Bart, hätte ich mir noch mal ein Bild von einem White Walker angucken müssen, wie da die Rillen sind. Aber das kann man da dann auch sehen, falls ihr nicht bärtig seid. Außerdem habe ich noch kleinere Würstchen von zwischen den Augen hier so neben der Nase entlang gemacht. Und auch vom Jochbein aus hier eben zum Mund wieder hin, weil sich bei den Walkern hier immer so alles in der Gegend hier sammelt und da zusammenzieht. So, jetzt seid ihr schon mal ein ganzes Stück weiter. Die Grundlage, der Aufbau ist da. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass es nicht so aussieht, als wäre das einfach Würstchen, die aufgeklebt sind, sondern als wäre das etwas, was unter der Haut ist. Und dafür nehmt ihr ganze Lagen von diesem Klopapier oder was auch immer ihr nehmt, zerteilt die wieder in die einzelnen Lagen, aber macht die nicht zu Würstchen, sondern lasst die am Stück, so als Blatt, und legt die dann auf den ganzen Kram drauf, den ihr hier habt. Mit einem Wattestäbchen könnt ihr dann ganz vorsichtig ganz viel Latex da nochmal drauf klatschen, was natürlich immer hilft, wenn man sowas vorhat und das Ganze vielleicht auch noch für Fasching oder so ist eine schöne Bembelpause. Die gab es bei uns auch immer mal wieder und ihr seht, wie glücklich das macht. Bembel with Care. Ich bin auch von denen nicht gesponsert. Ich bräuchte echt mal ein paar Sponsor. Ich mache hier so viel Werbung und kriege dafür nichts. Das ist auch verschenkt. Was könnte die Bembelpause noch besser machen als ein heißer Föhn in deinem Gesicht? Richtig, alles andere. Aber leider sind wir hier eben doch dabei, was zu machen. Und deshalb musste Markus da die Zähne zusammenbeißen. Es muss halt jetzt wirklich alles komplett trocken sein, bevor wir mit dem Schminken anfangen. So, und nun kommen wir zu der Farbe. Wir fangen an mit einfach nur einem normalen Weiß, falls ihr Bartträger seid. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Bärte unheimlich gut mit ganz normaler Creme- oder Fettschminke einfärben lassen. Ansonsten wird dann das gesamte Gesicht weiß geschminkt. Und das habe ich wirklich maßlos unterschätzt. Das hat Zeit gefressen. Für das Gesicht habe ich auch keine Cremeschminke genommen, sondern eine Wasserschminke. Damit kommt man wesentlich leichter in die ganzen Rillen rein. Und jetzt kommen wir zu den Schattierungen. Dafür habe ich eine Mischung aus Blau und Grau genommen und habe als allererstes mal die Augen richtig schön dunkel geschminkt. Also hier so die Augenhöhlen einmal komplett rundherum. Die habe ich auch vorher mit dem Weiß ein bisschen ausgespart, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, eben auf beiden Seiten dann mit dem Grau-Blau. Ja, danach geht es weiter mit den Zwischenräumen von den Rillen, die wir erschaffen haben. Ich bin am Ende mit einem etwas helleren Grau-Blau, mit wenig Wasser und nicht so viel Farbe, nochmal über alles drüber gegangen, weil ich fand, dass die Sachen, die noch so komplett weiß waren, einfach zu sauber ausgesehen haben. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Und tada, der Vorstand von Münzquell, heute als weißer Wanderer unterwegs mit Bembel. Gemalt von, und sie kommt gerade angejumpt, Ivy! Ich bin sehr zufrieden, ist besser geworden, als ich dachte. Am Schluss haben wir dann als Gruppe natürlich schön Fasching gefeiert. Wir hatten das Game of Thrones Thema für unsere gesamte Gruppe. Deswegen hatten wir natürlich nicht nur den White Walker. Wir hatten auch eine Cersei. Das ist die liebe Abby, auch von Münzquell. Dann hatten wir einen epischen Drachen. Das ist die liebe Maike, aka Polly, natürlich auch von Münzquell. Und mich als Khaleesi. Und ich bin auch von Münzquell. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber wie gesagt, ich finde, es ist ein bisschen besser geworden sogar, als ich erwartet hätte. Ich werde angeflauscht von einer Katze. Und vielleicht konnte ich euch damit so ein bisschen helfen, ein bisschen inspirieren, dass ihr euch auch mal an sowas rantraut. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Latex ist unheimlich dankbar. Vor allem, wenn ihr so Horror-Effekte machen wollt, dann darf das ja unordentlich aussehen. Das darf so ein bisschen zerrobbt aussehen. Und ihr müsst da nicht total akkurat arbeiten. Und das ist sehr, sehr angenehm. Das ist so meine Art von Arbeiten. Habt ihr Vorschläge für mich, was ich als nächstes vielleicht schminkmäßig mal so angehen soll, wo ich mich mal rantrauen sollte?
und euch dann von meinen Erfahrungen berichten kann. Vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen mit Latex, die ihr hier mit mir teilen möchtet. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ach so, kleiner Nachtrag. Das Make-up hat wirklich sehr, sehr gut gehalten. Wir haben hier ein Foto vom sehr fortgeschrittenen Abend. Und wie ihr seht, es ist noch alles super dran, nur am Mund hat sich ein bisschen was gelöst, aber das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden. Ansonsten war ich beeindruckt, wie gut und wie lang das Ganze bombenfest gesessen hat.